Hallo und herzlich willkommen. Wir haben den 5. Juni, das heißt, der Mai ist vorbei. Und der Mai, das war kein besonders guter Börsenmonat. Ich habe ja hier Gewinner- und Verliereraktien geschrieben, einen Artikel auf meinem Blog aktienfinder.net. Und hier habe ich ja auch geschrieben und mal schon geschaut gehabt, wie die Indizes abgeschnitten haben. S&P hat knapp 7% verloren, Nasdaq ungefähr 9% und der DAX hat immer noch minus 5% gehabt. Insofern kein Wunder, auch mein persönliches Depot hat gelitten. Wie hoch meine Verluste insgesamt ausgefallen sind, das werden wir gleich sehen. Unter anderem habe ich auch Aktienoptionen, die doch vehement gegen mich gelaufen sind. Und ich warne ja auch immer, Aktienoptionen, die können mal gut laufen, aber die können auch mal Geld kosten. Und wir werden uns auch ansehen, was es damit auf sich hat. Ich habe übrigens in dem Artikel hier noch was geschrieben, und zwar Marktbeobachter kommentieren ja treffend, dass viele Privatanleger bezüglich Market Timing es ja vehement schaffen, teuer zu kaufen und günstig zu verkaufen. Und eigentlich sollte es andersrum sein. Ich habe mir dazu mal Gedanken gemacht gehabt und aus psychologischer Sicht das Ganze hier mal ein bisschen aufgearbeitet. Kann man sich auch mal gerne zu Gemüte führen. Ich verlinke den Artikel gerne. Jetzt aber zu meinem Depot. Allgemein ist es ja gut gelaufen bisher in diesem Jahr und schauen wir uns mal an, wie es im Mai gelaufen ist. Zunächst aber habe ich noch was anderes vorbereitet und zwar meine Optionseinnahmen. Ist vielleicht mal ganz interessant zu sehen. Ich habe hier von Linksbroker, wo ich bin, einen Bericht mir mal geben lassen und das sind die kompletten Aktienoptionen sichtbar. Und zwar sieht man das hier. Übrigens ist das hier Linksbroker. Also wer sich gern selber was mit Aktienoptionen machen möchte und ein Depot sucht, gibt es hier eine Aktion im Rahmen von aktienfinder.net auch. Und da kriegt man dann auch noch 90 Tage Vollmitgliedschaft umsonst. Kleine Eigenwerbung. Aber gut, kann ja sein, dass es jemanden interessiert. Und dann hat man natürlich auch was davon. Außerdem gibt es noch 100 Euro Gutschrift für Gebühren, Rückerstattung bei Linksbroker. Deshalb sei es mal kurz erwähnt. Also was Aktienoptionen angeht, ich schreibe die ja mehr oder weniger fleißig und hier gibt es so einen sogenannten Trade Summary und da sieht man, was so bei den ganzen Aktienoptionen passiert ist und ich finde das ganz interessant und es ist von Anfang diesen Jahres bis gestern, glaube ich, habe ich den Bericht rausgelassen oder dann vorgestern vielleicht. Was man hier immer sieht, das sind die Prämien im Prinzip, die ich bekommen habe. Hier sind dann die Prämien, Einnahmen und die Quantity, die ist da immer im Minus, weil ich bin da quasi in der Pflicht. Und auf der Seite im Prinzip sieht man dann die die Optionsrückkäufe. Das ist dann ein Minusbetrag und das muss man dann saldieren. Und wenn dieser Betrag größer ist als dieser Betrag, dann habe ich quasi damit Plus gemacht. Wenn es andersrum wäre, hätte ich Minus gemacht. Und dann sieht man halt hier die Option. Man sieht die in Währung aufgeschlüsselt oder segmentiert in Währung. Das heißt, das sind jetzt alles Euro-Optionen. Da ist natürlich Wirecard ganz stark dabei. Aber man sieht, dass ich beispielsweise auch 800 Stück, also 8 Kontrakte auf Unilever mal verkauft habe. Ich habe da also gut 800 Stück Unilever auch im Depot sieht man hier nicht. Das ist nicht im öffentlichen Teil des Depots. Und da habe ich auch mal veroptioniert. Und das ist jetzt keine Aktie, wo man wahnsinnig hohe Prämien für bekommt. Man sieht es dann hier. Insgesamt gab es dann Prämien für über 304 Euro und habe ich dann irgendwann wieder zugekauft. Und wenn man hier die Differenz sieht, dann sieht man eben, dass ich dann knapp 200 Euro Gewinn gemacht habe damit. Also das ist hier keine große Geschichte. Das sind eher so ein Zubrot zu den Dividenden. Was dann natürlich schon interessanter ist, ist dann beispielsweise Wirecard. Da sieht man, dass hier was Ordentliches hängen geblieben ist bei Wirecard. Man sieht auch mal, dass ich auch mal Tencent veroptioniert habe. Hier 600 Stück. Und das meiste sind aber dann, geht dann in US-Dollar und dann also viel Apple, Alibaba viel mitgemacht. CVS, Church and Wright auch mal Covered Call draufgeschrieben. Sieht man hier übrigens immer. Hier sieht man den Strike, hier sieht man, ob es ein Covered Call war oder ob es ein Short Put gewesen ist. Wenn es ein Call ist, mache auch ausschließlich Covered Calls. Und was man halt eben auch sieht, Facebook, bisschen Microsoft, Starbucks, viel Tesla veroptioniert. Also ich nicht sehr viel Aktien veroptioniere. Ich habe
immer meine paar Aktien, die ich so mache, und ich suche da nicht lange rum. Und wenn ich mal keine Aktien veroptionieren kann, dann ist das auch so. Das ist also relativ entspannt, das Ganze. Und dann sieht man hier, was dann unter oder die Anzahl also für dieses Jahr hängen geblieben ist. Wenn man dann von diesen 22.000 die 6.000 abzieht, in 4 Monaten sind also etwas mehr als 3.000 € dann im Monat so nebenbei mit Aktienoptionen, was schon erstmal für sich nicht schlecht ist, also jedenfalls deutlich mehr als das, was ich über Dividenden erzielen kann. Gehen wir jetzt aber zu unserem eigentlichen Depot hier, wie es im Monat Mai gelaufen ist. Das hier ist noch der Arbeitstitel, Börse Strikes Back. Ich glaube, da lasse ich mir noch was anderes einfallen. Wir haben zum Anfang des Monats Mai Depotwert, Marktwert gehabt von ungefähr 209.000 €. Und dann habe ich natürlich, das heißt natürlich, ich habe Buchverluste erleiden müssen, also unrealisierte Kursverluste, knapp 10.500 € oder ungefähr 10.500 €, ungefähr 5%. Liegt noch im Rahmen, würde ich sagen. Einzelne Indizes in den USA haben ja mehr Federn gelassen und DAX ungefähr 5% verloren. Da ich ja relativ viele US-Aktien im Depot habe, finde ich, geht es noch. Wobei der starke Dollar ein bisschen geholfen hat, ein bisschen Rückenwind, 0,4%, sonst wären es ungefähr 5,5% Kursverluste gewesen. Nett ist, dass ich Dividenden bekommen habe. Ich habe ja auch deutsche Aktien im Depot, die einmal auszahlen. 1.200 € und dann Optionsprämien 3.200 €. Insgesamt macht es einen Cashflow von knapp 4.500 oder etwas über 2%. Würde ich es hier aufrechnen, dann wäre es unter 3% Kursverluste. Wäre also schon noch gar nicht schlecht. Was das Bild ein bisschen trübt, das sind Buchverluste durch Ausübung und dann fast 5.000 €. Da kommen wir noch drauf, was das ist. Das heißt also, ich habe einen sogenannten Short Put verkauft. Also zwei Kontrakte waren das in diesem Fall. Habe gesagt, zu einem so und so hohen Preis, zu einem so und so hohen Preis nehme ich dann die Aktie und der Preis ist dann an der Börse unter diesen Preis gefallen, zu dem ich mich verpflichtet habe, die Aktien zu kaufen. Bin auch gleich ausgeübt worden, relativ schnell vor dem Verfall der Option, und habe dann die Aktien quasi mir ins Depot buchen lassen mit eben einem relativ hohen Buchverlust. Kommen wir noch drauf zu, welche Aktien das dann waren. Deshalb eben habe ich einen Marktwert, der höher ist, trotz Buchverlust, also zum Monatsanfang gewesen war, weil ich eben hier Aktien nehmen musste zu einem ungünstigen Kurs. Schauen wir jetzt erstmal aber an, wie die Aktien an sich gelaufen sind, bezüglich der Kursgewinne, Kursverluste. Da ist natürlich hier alles blutrot. Es gibt ein paar Aktien, die haben gewonnen. Church & Dwight, Novozymes und Unilever ist ungefähr seitwärts gelaufen. Aber viele andere Aktien haben eben stark nachgegeben. Nett, immerhin, es gab sehr viele Dividenden. Fast alle Aktien hier haben Dividenden ausgeschüttet. Das ist ein sehr seltenes Bild. Und dann gehen wir gleich mal zu den Optionen. Und da hier ist eine Zeile, eine Option, die ich geschrieben habe. Wobei es dann auch mehrere Kontrakte sein können. Das ist ja fast der Regelfall hier bei mir. Wie ich sehe, machen wir es noch ein bisschen größer. Und da sehen wir zum einen, dass es Optionen gab, die ich im Verlust zugekauft habe, wobei hier Microsoft hervorsticht. Da waren es 3 für 127 US-Dollar. Und wir sehen, dass Ende Mai die Aktie bei 119 US-Dollar war, also deutlich unter dem Strike. Die ist aber zwischendurch mal richtig hochgegangen und dann dummerweise ist meine Option quasi kurz vorm Verfall, sodass ich dann ausgeübt worden wäre. Und aus steuerlichen Gründen habe ich mich dann dazu entschlossen, im Verlust hier die Aktie zurückzukaufen, also die Option zu schließen. Und dann ist natürlich so, ist so gekommen, wie es kommen musste. Dann ist ja der Kurs wieder deutlich unter die 127 gefallen. Sind jetzt aber Beträge, mit denen ich noch halbwegs leben kann. Muss ich mir aber auch an die eigene Nase fassen. Ich habe hier ein Häkchen gesetzt, dass ich mich ausüben lassen würde, weil ich gesagt habe, der Kurs, der wäre einfach übertrieben, 127 US-Dollar, übertrieben hoch, kann ich ja dann verkaufen, aber ich habe die Rechnung ohne das Finanzamt gemacht. Also dieses Häkchen hätte ich nicht setzen dürfen. Und bin ich also selber schuld. Starbucks, ja, 2,85 € Verlust, ich glaube, damit kann man leben. Wirecard habe ich wieder gut verdient. Ich habe ja hier und hier Wirecard Optionen verkauft und die sind ja, ist ja alles realisiert, was wir hier sehen. Church & Dwight, Tesla, Alibaba und Alibaba hohe Prämie kassiert, noch höhere Buchverluste eingefahren.
Da habe ich also gesagt gehabt, für 180 nehme ich mir die ins Depot. Alibaba ist mir weggecallt worden für 175 US-Dollar. Und dann habe ich zwischenzeitlich versucht, die Aktie wieder zurückzukriegen. Für 175 hat nicht geklappt, habe ja dafür Prämie kassiert. Und dann habe ich, okay, 180 US-Dollar. Und dann ist der Kurs aber so richtig übel gefallen, bis auf unter 150 US-Dollar im Zuge des Handelsstreits. Und jetzt habe ich die eben im Depot für 180 US-Dollar eingebucht bekommen. Wäre natürlich effektiv niedriger wegen der Prämie, aber im Depot stehen sie bei 180 US-Dollar drin. Und mit großen Buchverlusten, das sieht man dann auch hier, wo mein Cashflow-Depot ist. Hier sieht man ja das komplette Depot hier, Cashflow-Depot, auch auf dem Blog wachstumswerte.net. Insgesamt läuft das Depot also doch recht gut, sieht ganz gut aus. Hier sind die realisierten Positionen sortiert, schon nach dem Gewinn und Verlust, absolute Beträge. Sieht, dass ich ab und zu mit Verlusten was beendet habe, aber meistens mit Gewinnen. Und dann hier die offenen Positionen. Und da habe ich auch sortiert nach dem absoluten Betrag G&V. Und das sieht man eben jetzt das Alibaba. Übrigens schon mit weniger Kursverlusten jetzt unrealisierte Art drin sind. Also Alibaba ist in der Zwischenzeit wieder etwas gestiegen, aber nach wie vor hier, was absolute Beträge angeht, die rote Laterne. Und viele andere Aktien hingegen, die sind dann relativ gut im Rennen. Unter anderem beispielsweise Microsoft hier. Sortieren wir mal andersrum, ist mir sympathischer. So, wenn man das jetzt ein bisschen nervös bin ich hier. Wenn man das jetzt sieht, dann sieht man doch, und das ist jetzt eigentlich auch wieder eine zentrale Message, die ich habe. Also das sind alles Aktien, die ich schon länger im Bestand habe. Wenigstens die hier oben. Und da sieht man doch, wie viel man mit, ich sage jetzt mal, Standardaktien erreichen kann. Weil es gibt doch einzelne Kommentare, die dann, ich habe neulich einen Kommentar gehabt hier, wo denn die Tenbagger sind. Für mich eigentlich ein Unwort, Tenbagger. Weil es die Leute doch irgendwo aufs Glatteis führt, dass sie denken, dass sie Aktien, kaufen müssten, die sich hier verzehnfachen. Und das führt dann indirekt dazu, dass die Leute meinen, dass man mit solchen Aktien nicht mehr viel Geld verdienen kann. Das ist aber falsch. Und man sieht hier, diese Aktien, die halte ich seit, okay, 3M halte ich relativ lange, Microsoft und SAP halte ich aber noch nicht so lange, die habe ich 2016 gekauft. Und ja, es sind keine Tenbagger, aber müssen das denn diese Tenbagger sein? Ich meine, man kann doch auch zufrieden sein, wenn die Aktien hier sich verdoppeln oder hier verdreifachen. Und auch wenn man die persönliche Dividendenrendite sich anschaut und die Dividenden, die man damit dann bekommen hat, also Microsoft beispielsweise, kann ich mich über eine persönliche Dividendenrendite von 4,3% freuen. Bei 3M übrigens, gut, die habe ich 2008 noch gekauft, sind es 8% persönliche Dividendenrendite. Bei Unilever sind es auch fast 8% persönliche Dividendenrendite. Auch 170% Kursgewinne gemacht. Und auch bei den anderen Aktien, die sind teilweise auch nicht schlecht aus. Und das sind eben jetzt, ich gebe es zu, keine Tenbagger, aber es sind Investments, mit denen man ruhig schlafen kann. Und sogar wenn die eben mit hohen Buchverlusten mir eingebucht werden, teilweise wie Alibaba, was für mich ja eher schon so eine Trading-Position eigentlich schon halb ist, dann ja, kann ich damit auch leben. Und wenn ich damit, oder wenn ich auch einzelne Aktien habe, wie hier Fuchs Buitrolub oder Fresenius, die hier doch schon relativ lang mit einem Minus im Depot sind, da wird es eben dadurch ausgeglichen, dass ich viele andere Aktien habe, die eben ja, mit einem fetten Plus im Depot sind. Das ist immer das, wo auch dann die Leute oft sagen, wenn ich sage, ja, investiert in Aktien mit langfristig steigendem Gewinn, dann könnt ihr von langfristig steigenden Kursen und Dividenden profitieren. Und dann kommt ja ein Einwand, der heißt dann immer, ja, das ist ja keine Garantie, kann ja sein, dass jetzt die Aktien in oder beziehungsweise die Unternehmen in unruhiges Fahrwasser geraten. Ja, natürlich kann das sein, wird auch passieren, wenn man so ein Depot hat mit so viel Aktien drinne. Dann ist es unwahrscheinlich, dass man ausschließlich Gewinne hat. Dann gibt es halt auch eine Fresenius oder eine Fuchs Petrolub im Depot, ja. Aber meine Rede ist dann immer, es gibt ja Diversifikation. Ihr kauft ja jetzt nicht nur Fuchs Petrolub und Fresenius. Nein, man hat ja noch andere Aktien im Depot, die man eben auch aus den Gründen langfristiger Gewinnsteigerung gekauft hat, wo man gesagt hat, ja, das sind an sich gute Unternehmen. Die hole ich mir ins Depot.
Und dann hat man halt noch sehr viele andere Aktien und die sind halt grün und eben nicht rot, sodass man die dann einfach mitziehen kann oder wenn es ganz schlimm kommt, mit Verlust verkaufen kann. Das wäre jetzt eigentlich meine relativ wichtige Message gewesen. Und dann noch was anderes. Und zwar, das hätte ich eigentlich schon am Anfang sagen sollen, ich trage mich mit dem Gedanken, ein zweites Depot aufzumachen, ein Investment-Depot, weil hier dieses Cashflow-Depot, wo ich viel mit Aktienoptionen mache, das ist zwar interessant und es gibt auch das Feedback, zeigt, dass Aktienoptionen interessant sind auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es sicherlich nicht jedermanns Sache, weil gerade mit Aktienoptionen, das muss man ja intensiv verfolgen, was da passiert. Und es gibt ja auch viele, die einfach nur, sage ich jetzt mal, gute Aktien kaufen und liegen lassen wollen, also so in Richtung Buy and Hold. Und ich habe mir gedacht, ich könnte ja ein zweites Depot mal machen. Echt von null ab, wo man dann eine gewisse Investitionssumme hat, monatlich vielleicht 1000 Euro, wo wir einfach mal simulieren, wie man quasi von Grund auf ein langfristig orientiertes Depot aufzieht, womit vielleicht auch jüngere Zuschauer, die vielleicht am Anfang des Berufslebens stehen und jetzt schon ein bisschen was auf der hohen Kante haben und jetzt in Aktien investieren möchten und dann halt vielleicht ein bisschen Inspiration gut täte, wie man sowas aufziehen kann. Also das auch mit Sparplänen beispielsweise, was ich persönlich noch nie gemacht habe, aber ich könnte mir auch mal Sparpläne nehmen, auf der einen Seite damit das Depot aufziehen und auf der anderen Seite dann noch ein bisschen Geld zurücklegen und dann auch mal hier und da einen Einmalkauf tätigen. Also wenn das interessant wäre, auch einmal dann im Monat, dann parallel zu dem Echtportfolio Cashflow, dann ein Echtportfolio, ich weiß jetzt noch nicht, wie das Depot heißen soll, also langfristiges Buy-and-Hold-Portfolio from Scratch oder so. Wenn das interessant wäre, dann mal dafür stimmen. Und wenn es nicht interessant ist, dagegen stimmen. Machen wir also eine Abstimmung. Und wenn entsprechend viele Leute sich dafür interessieren, dann würde ich sagen, dann machen wir das auch. So, das war jetzt aber erstmal mein Depot-Update. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Monat spätestens. Tschüss!